Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Harry Potter Death Eaters Rising. Wir haben ja schon einiges gespielt. Heute wollen wir uns komplett um Lord Voldemort kümmern und ihn auslöschen. Das sollten wir schaffen. Wir fangen an mit Dumbledores Armee. Ob ich das schaffe, ist allerdings noch ein bisschen in den Sternen. Denn man muss zugeben, jetzt wird es knackig. Wie versprochen geht jetzt die Jagd auf Voldemort los und ich werde mich hierhin begeben, einfach damit ich nicht in den gleichen Ecken bin oder nicht. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das geht. Er dreht sich nach rechts. Das ist halbwegs okay. Hätte deutlich besser laufen können, denn jetzt kriegen alle hier bei den Hogwarts einen drauf. Das ist relativ viel, ehrlich gesagt, die da an Schadensmarkern draufgehen. Und jetzt ist hier auch schon diese junge Dame sehr angeschlagen. Aber gut, nichtsdestotrotz. So, und jetzt könnte ich nochmal die Location wechseln. Ich habe vergessen, hier auf die Location einzumachen. Und das ist genau das, was ich mache. Dazu muss ich einen Würfel abgeben. Da ich nicht so viele Phönixe brauche, gebe ich den Würfel ab und gehe mit diesen Würfeln dann in den Kampf. Da ich jetzt aber die Location gewechselt habe, bin ich automatisch in der Diagon's Alley und bekomme dadurch entweder noch einen roten oder einen lilanen Würfel meiner Wahl wieder dazu. Und da muss ich nur gucken, dass ich jetzt hier einen lilanen Würfel nehme. Und das ist es dann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Voldemort selber, zeige ich euch ganz kurz, braucht drei Schwerter, die man hier rauflegt. Die kriege ich wahrscheinlich aus diesen hier. Ich brauche hier ein da, zwei da vielleicht so ungefähr. Den Phönix kann ich noch nicht gebrauchen. Hieraus vielleicht zwei Hüte, dann könnte ich die anheuern. Vielleicht ist es aber auch noch ganz gut, noch einen Hutwürfel zu zaubern. Wenn denn jetzt einer hat, einen hat, habe ich aber nicht, aber er hat relativ viele Symbole. Das heißt, ich fange erstmal an, richtig los zu würfeln. Es sind natürlich jetzt wieder hier alle auf einer Area und das ist ein kleines Problem für mich, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht so gerne, aber oh, der ist umgedreht. Aber das ist jetzt so, wie es ist erst einmal. Da kann ich auch nicht dran vorbei. Ist er mir lieber oder er? Ich glaube, er ist mir tendenziell lieber. Dazu brauche ich aber, nee, hier lieber. Okay, gut. Nächster Wurf. Da ist das Schwert, was ich brauche. Hier sind diese zwei, die brauche ich hier. Und jetzt brauche ich hier noch eine Mütze und ein, ich brauche da noch einen Hut. Und einmal dieses Symbol, was es hier drauf gibt. An sich also beides machbar. Hier ist schon die Mütze. Der bringt mir jetzt nichts. Der Doppelphönix. Da kann ich mal gucken, ob ich eine Fähigkeit dafür habe. Leider habe ich hier gar keine Fähigkeit, die was bringt. Doppelmütze oder Schwert. Na gut, ich würfel hier sogar noch ein Schwert. Das ist damit ganz gut. Und dieses letzte, das hole ich mir einfach. Da habe ich hier noch ein Symbol, was reicht. Und dann mit dem Schwert remove den von hier. Okay, so, dieses Wesen hier und dieses Wesen werden jetzt durch diesen extra Token zu mir geholt. Das ist natürlich ganz gut. Und es ist ja Dumbledore dran. Jetzt habe ich auch übrigens bei Dumbledore, hätte ich nach den Fähigkeiten gucken müssen, habe ich jetzt ganz vergessen. Und Voldemort kriegt hier einen Schaden. Und wenn man Voldemort einen Schaden macht, kriegt man trotzdem einen dieser Token. Ihr seht schon, es könnte jetzt relativ schnell enden mit Voldemort. Die einzige Frage ist natürlich, ob Voldemort es hier schafft, sozusagen mich nochmal zu erwischen und in Bedrängnis zu bringen. Das kann passieren. Da ist ein neuer Todesser aufgetaucht, aber das ist dann so. Jetzt ist mein Team vom Orden des Phönix dran. Da werden wir auch erstmal die Würfel rauflegen, die ich habe. Hier ist noch ein, hier einer und hier. Ja, hier kann ich einen roten oder einen gelben. Da nehmen wir natürlich einen gelben. Und einen Phönix kann ich in alles ändern und einen Hut kann ich in alles ändern.
Okay, ich könnte mir doch hier den gelben Extra-Würfel holen. Das mache ich von vornherein gleich. Den nehme ich mir von vornherein gleich dazu. Jetzt ist nur noch die Frage, den habe ich ja hier für diesen Extra-Token gekriegt. Jetzt ist nur noch die Frage, wo gehe ich hin mit dem Orden des Phönix? Ich möchte ja nirgendwo hin, wo ich einen draufkriege. Das heißt, hier bleiben ist vielleicht ganz gut. Da kann ich zumindest die Todesser wegschlagen. Voldemort dreht sich nach links. Das ist insofern ärgerlich, da ich jetzt relativ viele Schadenmarker abkriege und vor allen Dingen auch er hier einen abgekriegt hat. Das ist das Ärgerlichste von allen. So kann ich ihn nicht mehr anheuern. Jetzt muss ich hier wirklich damit auf alle Todesser gehen, die hier sind. Er ist damit aufgegessen. Kommt ein neuer. So, und jetzt hier die Todesser. Okay, gut. Das ist ein bisschen blöd. Natürlich darf ich den auch nicht vergessen. Aber Voldemort hat sich zu mir gedreht. Das heißt, ich kann ihm auch wieder mit 3 Schaden ordentlich was verpulen. Ja. Hier ist jetzt nichts unbedingt genauso gefallen, wie ich es wollte. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen Reroll habe oder sonst irgendetwas. Nee, nicht so richtig. Also, dieser hier wird jetzt mal ein Phönix hier. Dann hätten wir einen Wurf mit 3 Schwertern. Das ist gut hier. Und wieder etwas, was mir nichts bringt. Gucken wir mal, was ich weiterwürfel. Nochmal 2 Phönixe. Und nochmal hier Doppelwurf. Ein Doppelhut kommt gut. So, und jetzt bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Ich kann den ja noch einmal würfeln und würfel einen Doppelphönix. Das heißt, ich habe 3 Phönixe. Hier habe ich alles drauf. Hier fehlt mir aktuell ein Schwert. Das heißt, ich kann mir hier ein Schwert herzaubern. Und damit habe ich wieder alles. Außer die Tatsache, dass ich hier mich noch nicht geheilt habe genug. Und da habe ich hier eventuell noch ein Schwert. Was vielleicht helfen könnte. Nee, also, erst einmal, der Todesser kriegt einen und der Todesser. Dafür kriege ich 2 neue hier. Aha, die sind doch ganz gut. So, diese Todesser haben was abbekommen. Dann, mehr war da ja nicht zu holen. Dann kriegt Lord Voldemort noch einen und dafür kriege ich den nächsten hier. Lord Voldemort kriegt ebenfalls einen hier ab. Zack. Und ich kann schon mal die Würfel hier langsam rübergeben. Jetzt ist nur noch die Frage, wie werde ich hier jede Menge Würfel los, zumindest bei denen. Und da haben wir -2 bei einem Charakter. Das ist ja schon mal was, was auf jeden Fall hilft. Das können diese beiden hier sein. Und er bräuchte jetzt zum Beispiel noch ein Schwertsymbol, was ich hier kriege. Nee. Ein Phönix-Symbol vielleicht. Ein Phönix-Symbol und dann kann ich nochmal 2 entfernen. Hiermit, mit dieser Spezialfähigkeit. Und dann sieht es schon ganz gut aus. Ich habe hier noch ein kleines Problem, aber da muss man jetzt einfach mal auf Glück hoffen. Ich gehe kurz rum und stelle erstmal die Würfel hier zusammen, dass ich das hier so mache. Dann roll another blue, roll another blue, roll another lila. So, roll another lila. Dann, once per turn you may reroll, once per turn you may reroll. Und ein Hut gibt mir von 2 einzelnen Wizards darf ich hier einen wegnehmen. Ist nur die Frage, wo ich hinkomme. Ihr seht, ich habe keine gelben Würfel. Das ist natürlich so relativ schlecht, weil ich ja die Schwerter brauche, um Voldemort einen zu verpassen. Die Frage ist, will ich oder kann ich oder soll ich Voldemort einen verpassen? Und der geht auf jeden Fall, damit wieder jeder irgendwo ist, einfach mal hier hin. Ehrlich gesagt entscheide ich mich um, erstmal diesen hier umdrehen,
ich möchte doch lieber dahin, wo die ganzen Todesser sind. Ich möchte diese Dinger haben. Und Voldemorts Chancen, da zu bleiben, sind ja auch nur 2 von 8. So, ich drehe mich nach links. Das heißt, er dreht sich dahin. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Ich kann... So, erst einmal sterben diese hier. Das ist okay soweit, dass die sterben. Für mich jedenfalls in dieser Situation, ehrlich gesagt. So, das Problem ist so ein bisschen, ich kann ja jetzt nicht Voldemort verletzen. Okay, aber ich kann seine Schergen verletzen. Hilft mir das was? Nur für die Punkte. Die Frage ist einfach jetzt, ob ich direkt zu Voldemort noch umsattel. Ich müsste mit meinen ganzen Würfeln, die ich habe, 2 würfeln. Und ich denke, ich sattel nochmal um und werde mich... Das ist auch besser, dann bin ich richtig verteilt hier in Umsätzen. Ich müsste eigentlich einen Würfel abgeben. Den hole ich mir erstmal vorweg von dem. Das heißt den. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo... Phönixe brauche ich nicht so viele, außer hier 3. Noch weniger brauche ich von den Lilanen. Das heißt, ich gebe einen lilanen Würfel ab. Und jetzt gucken wir, dass ich mich da schön... ranwanze und würfel. Es gibt ja ein bisschen was und ich darf auf jeden Fall 2-mal neu würfeln. Das ist wichtig. Wichtiger ist aber noch als alles andere, dass ich auf jeden Fall hier diese Schwerter, die ich schon habe, 2 Stück, da ich keine Doppler würfeln kann, lege ich die da einfach mal hin und ich habe wirklich keinen Doppler gewürfelt. Also das Wichtigste sind die Schwerter deswegen. So, jetzt habe ich Doppelmütze und doppelgekreuztes Schwert. Damit habe ich den schon mal angefangen und ich würfel weiter bzw. auch erreicht. Doppelkreuz bringt nichts mehr. Doppelmütze hierauf nochmal. Doppelschwert schaffe ich aber nicht. Einfaches Schwert schaffe ich auch nicht. Also gucken wir, ob die Doppelmütze was macht. Draw a spell token, all others. So, der hier. Also draw a spell token, ich ein. All others with at least 2 von denen. Also er auch ein. Weiter, ich brauche noch ein Schwert. Da hätte ich im Zweifelsfall noch ein Schwert. Das heißt, diese Würfel sind hier noch im Mix. Diese Kappe hier, die lege ich hier hin. Remove from any 2 wizards. Von ihm unbedingt einen weg, weil er ist fast am Abnippeln hier. Und ihm würde ich auch einen wegnehmen. So. Das heißt, ich versuche jetzt hier meine Fähigkeiten auszuspielen. Ein Schwert ist das, was ich will. Ein zweites wäre ehrlich gesagt sogar noch ganz gut, aber nicht zwingend nötig. Da ist jetzt nichts gekommen. Das ist traurig. Das heißt, ich lege jetzt wirklich den Phönix, den Doppelphönix hierauf und würfel noch einmal. Und was haben wir? Ein Schwert gewürfelt. So, also, damit kriegt Voldemort einen 3. Token. Ich schaffe es mir, dieses hier anzueignen, wo immer das für gut sein sollte. Und einen Token kriege ich noch für Voldemort. Weil ich Voldemort verletzt habe, kriege ich noch einen Token. Man nimmt einfach, wenn man die aufgebraucht hat, diese alle hier und nimmt sich einfach einen neuen. So ein bisschen mischen hier. Zack, einen neuen. Aha. Das ist ein Lebensspender minus 1 bei 2 verschiedenen Charakteren. Und da ich jetzt wirklich hier sozusagen auf die Zielgerade laufe, möchte ich das auch nochmal machen. So, ja, läuft doch so ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir mit dem Team Dumbledore hin? Team Dumbledore müsste eigentlich eine Menge haben. Müsste es. Ah, entweder in der oder der Location muss ich kämpfen, um je einen zu kriegen. Ich lege die mal aufeinander, das heißt den oder den. Da weiß ich das nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in der Kamera überhaupt seht. Das ist aber auch nicht so ganz. Hier diesen hier und der, der bringt eventuell was dazu. Also ich könnte noch bis zu 2 gelbe Würfel dazu kriegen. Das ist entweder, wenn ich in Diagons oder Hogsmeade kämpfe. Das ist einer von den beiden. Und ich bleibe mal dort stehen, wo ich bin. Einfach nur, damit es sozusagen gut verteilt ist.
Voldemort bleibt hier. Das ist ein bisschen unangenehm. Damit kommt das. If Voldemort add one to each wizard at this location. Okay. Da ist keiner von denen, dann legt man so einen Token da rein, steht da auch noch. Und dann kriegen natürlich alle diese hier wieder einen, denn die Partei ist ja jetzt hier groß vertreten. Das ist so ein bisschen mies, weil da geht es wirklich auch zur Sache und alle haben schon wieder richtig Lebenspunkte eingebüßt. Aber jetzt muss ich natürlich nochmal hier rüber wechseln, beziehungsweise diese Trigger nochmal. Hier, der bringt ein und da nichts. Das heißt also, ich muss jetzt auf jeden Fall hier reinwechseln und dafür einen Würfel abgeben. Dafür gebe ich hier mal den lilanen ab. Okay, und den roten nehme ich auch nicht. Das heißt, ich gebe nochmal einen lilanen ab und dann soll es das auch sein. Und dann würfel ich mit diesen Fünfen hier auf diese Aktion. Wichtig sind natürlich wieder Schwerter. Ihr seht schon, ich sollte es jetzt schaffen, zumal ich hier auch noch ein extra Schwert habe. Ich habe hier ein Schwert, hier auf dem lilanen auch eins, auf dem blauen auch eins und auf dem blauen, das ist vielleicht das Wichtigste, da hinzulegen und ich würfel nochmal. Ein Doppelschwert, damit habe ich auf jeden Fall schon mal Voldemort verletzt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht sie noch anheuern, hilft. Oder meine Abilities triggern. Hier von zwei würden all Wizards remove one. If it's a Weasley, remove two. Das ist natürlich super. Das heißt, die zwei. Dieser hat gar keinen Weasley. Interessant. Dann remove ich einen. Und hier ein Weasley vielleicht, der zwei hat drauf. Wäre schön. Auch kein Weasley. Sprout, Thomas. Ja, dann nur einen entfernen hier runter und gut ist. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt schon einen entfernt habe. Nee, ich glaube noch nicht. Ist aber auch egal. Wenn ich es falsch gemacht habe, dann ist es soweit. So, ich habe jetzt hier noch zwei Würfel. Diese kann ich eigentlich de facto kaum noch kriegen. Wobei so ein doppelt gekreuztes und ein Phönix kann ich natürlich noch kriegen. Oder aber hier ein Schwert. Remove from the Ministry of Magic. Ja, okay, damit nehmen wir den hier nochmal runter. Einfach damit er keine Location macht. Und der hier darf noch von der Ellie. So, ich habe jetzt alle verteilt. Bleibt noch die Frage, ob ich ein hier etwas hinkriege. Ein Doppelschwert und einen Phönix. Ich habe nur einmal gekreuztes Schwert. Phönix hätte ich, also lassen wir das. Ich nehme mir einen Token, weil ich Voldemort verletzt habe und ich denke, es steht kurz vorm Ende. Es wäre gelacht, wenn ich jetzt nicht Voldemort mit der letzten Runde hier ausmerze. Also das müsste schon mit schlimmen Dingen zugehen. Ich darf noch einen Hut in was verwandeln, was ich möchte. In welche Farbe ich auch immer verwandeln dürfte und einen Phönix ebenfalls. Und ich habe hier jede Menge Goodies. Ist einfach nur die Frage, wo ich mich hinbewege. Ich bleibe dort stehen. Gucken wir also, wo Voldemort sich hinbewegt. Voldemort dreht sich nach links. Wenn man das so macht, dreht er sich hier hin. Okay, hätte besser laufen können oder schlechter, weiß ich nicht. Add one to the least damage wizard on each team. Dieser hier ist der Least Damage blaue Wizard hier. Er ist der Least Damage Wizard hier. Und sie ist es hier. Also, gestorben ist keiner. Die Ellie ist auch nicht korruptiert. Wenn ich jetzt also dahin wechsle, und das muss ich ja als Order des Phönix, damit ich was mache, muss ich wieder einen Würfel abgeben. Ich gebe den roten ab. Ich gehe jetzt aber auf nimmer sicher, damit ja alles passiert, weil wir jetzt wirklich den großen machen wollen. Also einen lilanen, einen roten,
Wir wollen ja jetzt hier wirklich alles erreichen. Und nochmal einen blauen Würfel. Und das sind meine Würfel, um insgesamt 3 Schwerter zu würfeln. Es kann nicht schief gehen, meine ich. Und der erste Wurf sieht so aus, dass ich kein einziges Schild gewürfelt habe. Kein einziges Schwert. Das ist grauenvoll. Grauenvoll, grauenvoll. Nichtsdestotrotz muss ich ja mal gucken, was ich hier irgendwie habe. Ich habe Doppelkreuz, hilft mir erst einmal nichts. Doppelphönix hier. Add a damage to an undamaged Death Eater. Add a location with a Phönix-Symbol. Also hierhin, dann darf ich da ein Damage. Wenn ich ein Damage stehle, kriege ich sofort einen Token. Und das ist ein oranger Würfel. Na, besser hätte es ja nicht laufen können. Hier, ein Würfel, um einen anderen Würfel zu kriegen. Okay, neuer Versuch. Hier ist ein Schwert, das lege ich rauf, auch wenn ich lieber 2er Schwerter hätte. Hier sind 2 weitere Schwerter und damit habe ich ihn auch besiegt. Ich brauche damit auch nichts weiteres mehr machen. In dem Augenblick, wo ich Voldemort besiegt habe, habe ich auch Death Eaters Rising von Harry Potter geschafft. Und das war es dann auch mit dem Spiel von VOP oder USA Opoly, wie es heißt, Harry Potter, Lord Voldemort hat den Kampf gegen die Wizards verloren. Morgen seht ihr dann hier bei Cyrils Brettspiele durchgespielt, bei Nils noch ein Final Fazit. Bis dahin alles Gute, euer Nils.